So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel und Donnerwetter. Was geht hier denn ab? Eine kleine Autogrammstunde oder was? Zero, kommt her, hier kommen kleine Kids. Ich muss noch schreiben. Null derzeit. Das bin ich auf Spanisch, alles klar. Nee, wir sind hier in der Gilde angekommen. Ich habe einfach nur ganz normal mir gedacht, alles klar, gehen wir nach unten. Nein, Spaß, ich wusste, wie es weitergeht. Nachdem ihr die Mission mit Manaphy und Fireon abgeschlossen habt, könnt ihr einfach in der Gilde nach unten gehen. Und wenn ihr den dementsprechenden Rang habt, den Gold- oder Silberrang, könnt ihr dann das Team Charm treffen. Und weil wir den Diamantenrang haben, den ich offscreen geholt habe, weil wir im letzten Part so verkackt haben im Verwirrwald, sind wir jetzt hier und machen jetzt einfach mal, ja, ich würde sagen, ein paar Missionen mit denen. Dieses entzückende Trio ist das Team Charm, ein super berühmtes Schätzejäger-Team, dies, das. Sie haben den Meisterrang erlangt, der nur Teams mit außergewöhnlichen Verdienst verliehen wird. Wir haben den Geheimrang, Bitch. Was willst du tun? Als Experte der Schatzsucher haben sie uns ihre Geschätze entdeckt. Außerdem finden sie nicht einfach nur Schätze, oh nein, stark, clever, schön. Es ist der Stil, mit dem sie ihre Schätze finden, der sie zur Berühmtheit macht. In der Mitte steht Schlappohr, sie ist die Beach, ich meine natürlich der Hase ohne Ohren. Ja, genau. Neben mir steht, in ihrer stillen Eleganz Garde Voix. Ah, sie ist wunderschön. Und dann ist er noch Meritales, sie schwebt und bewegt sich wie eine Tänzerin, unwiderstehlich cool. Eine muss man sich jedoch fragen, warum kommen die Schönheiten von dem Charme hierher zu Besuch? Hallo ihr, ich bin Knuddeluff. Oh, Knuddeluff, Liebling, es ist lang her, Süßer. What? Oh, Knuddeluff, du hast dich kein Stückchen verändert. Du, ein Gildenmeister, das stelle ich mir mal einer vor, unglaublich. Es ist lang her, Knuddeluff. Ich hab lange nicht gesehen. Wie ist es euch ergangen? Lang nicht, du meinst. Gildenmeister, kennst du Team Charme etwas schon? Oh, Knuddeluff war ein echter Draufgänger damals. Wie bist du denn heutzutage so? Damals war Knuddeluff, unser Zuhälter. Er war mit uns immer unterwegs und, ja. Stimmt ja. Ey, Gildemeister, was hast du mir nicht erzählt? Du kennst das ganze hübsche Team Charm? Nun, sie sind meine Freunde. Gute alte Freunde. Oh, guten Freunde, gib mal ein Küsschen. Ja, okay, der war scheiße. Wir waren Partner von Knuddeluff bei Erkundungen. Was? Der Gildemeister und Team Charm? Was führt euch denn hierher? Du bist ein cleveres Kerlchen. Wir kommen in einer wichtigen Angelegenheit. Erinnerst du dich, als wir vor langer Zeit auf einer Erkundung waren und einen seltsamen Schlüssel gefunden haben? Zu der Zeit wussten wir nicht, wozu dieser Schlüssel passt. Aber wir haben nun endlich herausgefunden, wofür er wohl passt. Wir entdeckten einen Ort namens Aggis Höhle. Der Schlüssel passt perfekt in das Schlüsselloch an ihrem Eingang. Das war noch nicht alles. Es heißt, die Höhle beherberge einen reichhaltigen Vorrat an Schätzen. Ein reichhaltigen Vorrat an Schätzen? Schätze? Du Knuddeluff-Liebling, dein Schlüssel, den wir gefunden haben, oder diesen Schlüssel, den hast du doch noch, oder nicht? Schlüssel? Hab ich den noch? Ich kann mich nicht erinnern. Hey, wir haben eine Menge durchgemacht, um diesen Schlüssel zu gelangen. Heißt das etwa, du hast ihn verloren? Das ist mal wieder typisch Knuddeluff. Manche Dinge ändern sich eben nie. Schlappohr, Zeit für unser Geschenk. Schon verstanden. Bitte schön, Knuddeluff. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Das magst du bestimmt am liebsten. Perfekte Äpfel. Oh, perfekter Apfel, der ist für mich. Ja. Ich jongliere wie ein Affe. So, wegen des Schlüssels. Oh, jetzt fällt er mir wieder ein. Dieser Schlüssel in Form eines Inkognito. Ja, ich such mal nach ihm. Bitte sehr. Genau, Liebling, das ist der Schlüssel. Öffne den Weg zur Aggis-Höhle. Dankeschön, Knuddeluff. Sag mal, warum kommst du nicht mit? Es wäre doch wie in den alten Zeiten. Juhu, ein perfekter Apfel, dankeschön. Mir ist alles scheißegal. Ich bin also ein Äpfel-Junkie. Wir gehen jetzt, Süßer. Bis dann, Knuddeluff. Verzeihung, bitte. Hä? Wäre es okay, wenn wir euch begleiten würden auf der Erkundung, meine ich? Ich auch! Und ich! Oh, Schätze, Schätze, Schätze! Und du, Zero? Du möchtest diesen neuen Ort doch erkunden, oder? Nö. Was? Aber warum? Es ist eine Riesenchance, tolle Schätze zu finden! Sag mal nicht so, bitte, bitte! Okay.
Ja, das ist die richtige Einstellung. Dürfen wir uns euch bitte anschließen? Bitte! Jeder ist hier... jeder ist hier so engagiert. Ihr seid alle so liebenswert. Natürlich dürft ihr. Oh, coole Pose. Aha. Ja, danke schön. Okay, ihr Süßen. Wir gehen jetzt vor und öffnen die Tür. Ihr könnt dann noch, ihr könnt... Ja, ihr könnt dann nach uns hineingehen. Okay, die Höhle liegt südöstlich von hier. Oh, alles klar, Zero. Machen wir uns bereit. Wir sollten baldmöglichst losziehen. Und damit beginnt unsere aufregende Reise in die Aegis-Höhle. In die alten Ruinen. Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört. Es geht in uralte Ruinen. Und darauf freue ich mich wie ein kleines Kind. Weil, ich liebe einfach dieses Postgame. Wisst ihr, dieses Postgame vergleichbar mit Pokémon Portal in die Endlichkeit ist... Okay, es gibt gar kein Postgame bei Portal in die Endlichkeit, deswegen kann man das nicht vergleichen. Ah, das Spiel hat so einiges falsch gemacht. So einiges. Ja, Team Chan kommt zu Besuch. Wir wollen aber gucken, ob wir noch was Cooles hier kaufen können, mein Freund. Belebersamen zum Beispiel. Kaufen wir den... nein, der Platz ist voll. Alles klar. Und da wir den Diamantrang jetzt haben und nicht mehr den Goldrang, können wir jetzt mehr Sachen wieder lagern, Leute. Das heißt, wir haben, ja, mehr Lagerplatz. Das machen wir jetzt auch erstmal. Wir sollen L und R drücken. Was haben wir denn? Schatzbeutel hier. Den brauchen wir nicht. Die brauchen wir alle nicht. Das vergessen wir, das verlieren wir alles. Die Boxen mache ich alles mal ein andermal auf. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Scope-Linse. Was macht die Scope-Linse nochmal? Volltrefferquote ist auch nicht so toll. Blaugummi. Wo habe ich den Blaugummi denn her? Das weiß ich auch nicht. Den behalte ich. Den Belabersamen brauche ich auch nicht hier. Der hier einfach so drumrum schwebt. Scheißteil. So, alles weg. Bam! Alles gelagert. So, dann gucken wir mal, was wir nehmen können. Unserem Riesenlager. Ich würde sagen, ein Item wäre mal ganz cool eigentlich. Also so ein Band oder sowas, was was bringen könnte. Beschleunigt die Heilung, Kraftband. Das nehme ich, glaube ich, zweimal mit für uns. Und dann kommen auf jeden Fall große Äpfel mit. Haben wir gar nicht, okay. Nehmen wir zwei Äpfel. Okay, machen wir drei. Sindelbeeren auf jeden Fall nochmal zwei. Dann haben wir drei. Belebersamen noch ein. Und was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Der ist teleportiert zur Treppe. Das können wir auch einmal vielleicht gebrauchen. Ein Top-Elixier. Und ich würde sagen, das war's auch dann schon fast, ne? Ein Chaos, dann nehmen wir noch mit. So, das ist es, Leute. Das nehmen wir mit auf unsere große Reise. Und ja, ich bin gespannt. Verkaufst du noch irgendein coole TM oder sowas hier? Bruderherz von Kecleon. Wäre ziemlich chillig. Pflücker und Frustration. Nee, hast nichts Besonderes. Alles klar, lass mal lieber deine Sachen bei dir. Ich kaufe mir jetzt hier einfach, da sehen wir es, Diamantrang. Voll cool einfach, ja. Wir brauchen jetzt wieder richtig viele Points zum nächsten Rang. Boah, richtig viel sind das gar nicht. Das sind ein paar Missionen nur. Also es geht eigentlich voll klar. Wir nehmen den mit. Und Tarnsamen, was ist denn das denn? Wie geil ist das denn? Das nehmen wir mal mit. Ich kenne das gar nicht. Das ist ja mega fresh. Tarnsamen. Okay, cool. Wie viel Geld haben wir? Müssen wir es ablegen? Wir können was linken mal wieder, ne? Deswegen, vielleicht wäre das ja ganz cool. Machen wir ein paar Attackenkombinationen mal. Was machen wir denn? Dönerzahn und das? Ist eine gute Combo eigentlich, ne? Machen wir Link. So, haben wir eine ultimative Attacke jetzt wieder. Einfach mal machen, Leute. Scheißegal. Warum auch nicht? Und ich würde sagen, wir brechen auf. In die Aegis-Höhle. Viele sollten von der Aegis-Höhle einen besonderen Soundtrack kennen, weil die Aegis-Höhle hat einen mega geilen Soundtrack, den ich öfter mal in meinen Top-Videos oder sonstiges bringe. Bam, bam. Bam, bam. Mega geil ist dieser Sound. Und da sind wir, das ist die Aegis-Höhle. Hinter diesem Punkt liegt unbekanntes Territorium. Niemand hat es je betreten. Stellt euch vor, was für Geheimnisse da uns auf uns erwarten. Hey, hey, das Ding steht irgendwie richtig. Was? Das Ding sieht irgendwie wichtig aus. Achso, wichtig. Jawohl, ja, hier sind so merkwürdige geformte Rillen eingemeißelt. Menschenskinnos. Es muss einen Trick hierbei geben. Da bin ich mir sicher, es muss so sein. Ich löse dieses Geheimnis. Jetzt, passen auf! Oh ja, wir haben schon alle anderen gefragt, aber... Wie heißt euer Team nochmal? Affenstahl. Ach, stimmt, wir haben Affenzahn drauf. Yay! Wir sollten uns auf den Weg machen, denke ich.
Sehen wir mal, wer den großen Schatz eurer Schätze hier rausholen kann. Natürlich wären wir sehr enttäuscht von uns selbst, wenn wir nicht die Ersten wären. Ah, wir wünschen uns gegenseitig Glück. Okay, Süßen, wir sind schon mal weg. Okay. Ja, ich werde den Schatz zuerst finden. Ja, oh ja, wir müssen eine Schippe drauflegen. Match das Kind aus. Yay! Er ist hingefallen. Lol. Was steht hier drauf? Inkognitos. Ersuchst du Durchlass, schließe deine Augen und reiche deine Berechtigung ein. Ich habe Angst. Kann ich nicht einfach gerade auslaufen? Was ist für hier denn geradeaus? Wir probieren es einfach mal. Was steht denn hier drauf? In der Inkognito-Schrift. Eis. Eis! Nichts geschieht. Was? Ich dachte, es geschieht was. Okay. Steht da eiskalt Eis, ey. Eis, Eggeshöhle. Und es ist Eis, tatsächlich. Ja, ihr müsst wissen, Leute. Zero ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Mensch, der die Inkognito-Schrift lesen kann. Er ist was ganz Besonderes. Okay, wir haben noch mehr. Oh, ein Inkognito möchte ins Team. Lass mal stecken. Und wir haben einen Inkognito-Stein gefunden. Ah, wir müssen die ganzen Steine finden, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen die Eissteine finden, oder wie kann ich das verstehen? Das ist ja mega cool, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, ey. Das ist ein epischer Dungeon, ey. Inkognito. Inkognito hatte ja seinen riesigen Auftritt damals im Pokémon-Film. Wow! So, sorry, Leute. Ich bin auf jeden Fall nicht drauf gekommen, wohl. Tut mir leid! Hatte seinen großen Auftritt im Pokémon-Film. Numero. Welchen war das? Es müsste 3 gewesen sein mit Entei damals. Mega episch. Kann man das einfach so töten? Nö, können wir nicht. So können wir es nicht töten. Ziemlich hartnäckig jetzt, wo ich gerade sehe, so, ne? Nein, 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 wow! Hitzekoller trifft nicht. Und endlich tot. Nichts gedroppt, ne? Warum, was sollen wir mit dem Inkognito-Stein denn machen? Ich verstehe das nicht. Aber egal, wir gucken einfach mal. Knirscher soll es effektiv sein. Und es möchte wieder ins Team. Was wollen die alle bei uns im Team, ey? Geht mal weg hier, ihr Viechers. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Dungeon hier funktionierte. Weil, wie gesagt, ich habe ihn vor mehreren Jahren durchgespielt. Und C war das, ne? Ja, das war der C-Stein. Wir haben jetzt, was für Steine haben wir jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Das ist F, ne? Das müsste F sein. Aber wir haben schon mal das C. Ich glaube, wir müssen Eis haben, komplett. Das ist ein O. Er möchte auch ins Team. Ne, lass mal stecken, Digga. Was soll das? Ah, die Idee ist cool. Wenn das so wirklich sein sollte, wie ich es glaube. Und Falle, Falle, Falle. Dankeschön. Hier ist eine Sackgasse. Ja, Zero wusste es. Aber auch erst nachdem er es gesehen hat. So, dann müssen wir da ganz oben hin. Ich würde sagen, dann laufen wir noch einen Schritt. Und dann kassieren wir hart. Sterben hoffentlich nicht und machen Ladungs! Stoß! Dann haben wir wieder einen C-Stein. Golbato! Funksprung! Und Dönerzahn. Best Kombination. Nein, du hast mich getötet, du Hund, du! Oh, das werde ich dir niemals verzeihen, Golbat. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Das hasse ich, Leute. Ich bin immer so flink, flink, flink. Schnell durch hier, durch den Dungeon. Aber ich darf nicht so sein. Ich muss einfach auf mich aufpassen. Und die Kognito möchte wieder ins Team, weil Team Affenstall der Affenzahn. Goldgummi. Ich will Gummis. Gib mir den Lachgummi da. Ich will den Lachgummi. Apropos Lachgummis, ich habe hier welche rumliegen. Danke. Danke. Kriegen wir noch einmal hin. Nee, wir laufen aber auf eine Kloakefalle. Es regnet Durchfall. Ui, supi. Wir essen den Goldgummi mal ganz kurz. Und da stieg was von uns. Spezialverteidigung. Ist nicht schlecht. Ein D. D wie Dario. So heiße ich. Hallo, das bin ich. Wer es nicht wusste, wie ich heiße. So heiße ich. Ja, sehr interessant, oder? Oder? Und der Stein ist kaputt. Das ist ein D-Stein. Da haben wir den D-Stein ja eigentlich. Ich glaube, es gibt bestimmten Ebenen nur bestimmte Inkognitos. Und die muss man so herausfinden. Das ist so ganz cool eigentlich.
Das ist ein J. Brauchen wir den? Eigentlich brauchen wir den auch nicht. Eigentlich brauchen wir nur die Steine, die, glaube ich, für... Ja, die in der Inschrift stehen. Das ist in dem Sinne Eis jetzt. Und ich kenne nur ein Eis-Pokémon. Und das ist Regieis. Oh, ja, ist in Ordnung mit... Euren Fallen! Oh, Team Affenstar, ihr seid auch hier hinten gelangt? Wie war? Wie wir. Man muss ein Rätsel lösen, um weiterzukommen, wie es scheint. Ich nehme mal an, dieser Steinwegweiser enthält den Schlüssel zur Lösung. Ja, was gibt man da ein? Wir gehen nochmal in die Höhle und suchen weiter. Müssen wir jetzt auslangen, suchen, bis wir Eis haben? Wir haben kein Eis, glaube ich, ne? Wir können es nochmal probieren, aber ich meine nicht, dass es gehen sollte. Da ja nichts geschieht. Wir brauchen noch mehr Buchstaben. Auf jeden Fall brauchen wir das I noch. I, gitti, gitti, git. Da haben wir ein E. I, C. Warum droppt da was? Komm schon, E! Ein E! Yes! Da haben wir schon mal den E-Stein. Das heißt, wir brauchen nur noch ein und das ist das I, I, I. I, gitti, git. Jetzt kommt der Ladungsstoß. Rape it all over. Was? Bitte, 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 geh kaputt. Dankeschön. Bam, 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 bam. Wo ist I? Wo ist Inkognito I? War es Inkognito I? Oh, du hast nichts gesagt. Mann, Darky, sag doch nächstes Mal. Das war ein Buchstabe. Es war ein E. Aber E haben wir. Es gibt Rock, Ice und Steel. Das heißt, wir brauchen viel E. Wenn das alles auf Englisch sein sollte, was ich jetzt denke. Ich denke mal, dass man hier auf alle Regis trifft. So war das, glaube ich, noch. Und Regigigas später. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein. Inkognito sammelt Sinelbeere auf. Ja, irgendeins hat schon mal auf jeden Fall kein Stein. Eine Sinelbeere sehe ich da leicht an. Da ist wie ein E. Wir nehmen einfach mal alle Steine mit. Kann auch sein... Oh, Belebersam! Boah, dann haben wir den einen ja wieder rausgeholt. Das ist ja nice. Da ist noch ein Belebersam, eine Sinelbeere. Da, was ist das für ein Buchstabe? Holy shit. Merkwürdige Sachen hier. Wieder E sind das, glaube ich, ne? Ja, ich denke. Was grillst du da? Welche Buchstaben? Okay, Buchstaben, die wir nicht haben wollen. Töte mal. Da ist der Typ in der Sinelbeere schon mal. Gibt's noch andere Typen? Das war ein Fragezeichen. Das war ja cool. Fragezeichen Inkognito. Und wir haben ein weiteres E. Am Anfang dachte ich, E wäre voll selten. Aber E ist irgendwie das häufigste. Ich mach mal so jetzt hier einen auf. Die kommen alle so her. Hallo E. Auf Wiedersehen E. Hallo E Stein. So heftig, ey. Da ist noch ein E. Es gibt tausende E's. Wir brauchen die alle gar nicht. Was mache ich denn da auch? Es gibt wieder ein E. Das ist ein I. Das ist ein I. Ist ein I. Verdammt. Aber es gibt I auf dieser Ebene hier also. Eine Lamusfalle haben wir jetzt hier drauf. Cool. Und eine Kastanie auf dem Kopf haben wir. Bam, bam, bam. Das ist ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel? Okay. Für was? Das ist wieder ein komischer Buchstabe. Ich denke mal, es war wieder ein E oder so. Ah, ein Schlüssel haben wir. Das ist, glaube ich, ein Z. Für Zero. Und das Zero möchte ins Team. Wenn das wirklich ein Z war, ich weiß es nicht. Sah aber so aus. Ein Schlafsamen. Für eine Schlaftablette. Okay. Da ist ein I. Gib mir jetzt das E. Das I. I, 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 I. Nein! Es will nicht. Wir müssen einfach rumlaufen jetzt, Leute. Ich habe eine bessere Idee, Leute. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich suche offscreen nach den I und ihr könnt ja schon mal raten, welche legendären Pokémon oder ob es hier überhaupt legendäre Pokémon gibt, drin hausen. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr, ja, ich würde mal sagen, Pokémon Mystery Dungeon mögt und wenn ihr mehr Parts davon sehen wollt, dann drückt einfach mal den Daumen nach oben, damit ich das sehen kann. Deswegen, das wird mich in das Projekt einfach mal unterstützen, Leute. Das ist für euch ein kleiner Klick und für mich ist es, ja, wie sagen...
mir bringt es sehr viel, sag ich mal. Von daher, Leute, haut rein, bis nächsten Part und ciao, euer Zero over and out. Wieder ein E. Ah!